Hi und herzlich willkommen bei mir auf dem Channel. Ich bin heute unterwegs zu meiner Jahrestour. Dieses Jahr fahren wir ans Meer. Ich bin, könnt ihr erkennen, ich bin alleine unterwegs. Mein bester Freund hat es erwischt, der die Grippe bekommen. Und deswegen nur ich und die Zippi. Nicht das beste Wetter für eine Jahrestour. Sorry, wenn es wackelt, ich habe immer noch kein Gimbal. Wir wollen auf jeden Fall ans Meer fahren. Ich habe mir meine glammigsten Sachen angezogen, alle meine Sachen gepackt. Ja, und los geht's. Ja, die Jahrestour ist in Gange. Auf der Kamera werdet ihr es wahrscheinlich nicht wirklich erkennen. Aber hier, das sind Berge und da ist Deutschland und ja, der Schwarzwald ist zu sehen. Das werden jetzt die letzten Blicke sein, wo ich nach Deutschland werfe. Jetzt sind es nur noch knapp 700... Ich runde es einfach mal auf. Es sind knapp nur noch 800 Kilometer bis zu meinem Ziel. Ich habe es vor, in 2 Tage zu fahren. Das werde ich natürlich nicht schaffen. Aber ja, meine Zip steht da hinten. Ich stehe gerade auf einem Feld und genieße ein bisschen. Naja, ich mache gerade Pause und wollte euch ein bisschen was erzählen. Weil ich habe nicht dauerhaft die Kamera an meinen Helm, sondern hier auf so ein, Moment, naja, das nennt sich so ein Schwanenhals. Ich fand es ganz praktisch für die Tour, weil ich kann das überall am Roller festmachen. So dachte ich, ist leider nicht so. Schaut euch das mal an. Wahnsinnig viele. Ihr seht von hier aus die Windräder. Wird schwer. Überall Windräder. Ich habe die ganze Zeit nicht angehalten. Jetzt erst. Ich habe jetzt noch knapp 200 Kilometer vor mir und dann ist Feierabend für heute. Aber ich fahre so lange, wie ich noch Lust habe. 200 Kilometer mit einem Roller, das sind halt 200 Kilometer. Ja, das hat man nicht so in 2-3 Stunden runter. Outside the city, I don't feel safe in my ass. Took so many years, I've been swaying for the winds. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up, add it up. I'm just doing me, everything is on me. Oh, you matter what? Add it up, add it up. Bankroll, bankroll. Euro, euro. Peso, peso. Add it up. Das sind Handyaufnahmen. Wie geil ist das denn hier? Ja, ich werde hier beschützt von diesen Big Brothers, sage ich einfach mal. Schaut euch das einfach mal an. Ist das geil oder ist das geil?
Ja, ich habe mich ein bisschen in diese Stelle verliebt. Die ist ja einfach nur traumhaft. Ich halte mich natürlich von diesem Stromscheiß-Ding fern. Ich habe mir auch eins ausgesucht, das nicht dreht. Verboten ist es trotzdem, sich aufzuhalten hier. Aber wenn man nichts tut, keinen Müll hinterlässt, kein Feuer macht, ich koche nichts, ich mache kein Feuer an, kein Gas, ich mache gar nichts. Ich tue jetzt da meine Schlafrolle, meine sich selbst aufblasbare Isomatte ausrollen, dann meinen Schlafsack dazu und dann heißt es für mich ab ins Bett. Ich bin schon eingemummelt. Es ist 23.30 Uhr und es ist immer noch hell. Einen schönen guten Morgen. Es ist 6.30 Uhr, naja, nicht mehr. Jetzt ist mittlerweile 6.40 Uhr, 45. Ich habe schon alles zusammengepackt und bin schon weggefahren. Und habe mir jetzt einfach nur eine ruhige Stelle ausgesucht, um kurz Pause zu machen. Es ist recht kalt. Meine Jacke ist kaputt. Der Reißverschluss ist kaputt. Hier sieht's mega nach Regen aus. Oh je. Ja, da stehe ich. Ich bin nass geworden, ziemlich arg. Schlafsack habe ich eingetütet. Die Dinger auch. Links und rechts. Laut Wetter-App soll es in der Stunde wieder viel besseres Wetter haben und tatsächlich soll es bis zu 26 Grad werden. Ich war jetzt gerade Wasser kaufen und ja, ich versuche jetzt hier Wasser kurz zu kochen und dann mache ich mir einen Cappuccino. Schoko-Croissants, frisch vom Bäcker. Habe ich mir das hier geholt? Kaffeesahne. Und hier ist der nächste Friedhof. Ich meine, Riesenfriedhof mit Denkmäler und. Ich roll nach hinten. Echt krass. Wie viele. Warum halte ich jetzt an? Das ist schon das zweite Auto, das ich heute sehe, wo einfach hier liegt, ausgebrannt und keiner holt's ab. Gestern habe ich schon drei gesehen und heute... völlig ausgebrannt. Leute, ihr werdet mir nie glauben, was ich gefunden habe. Klar, oder? Ich bin in einem verfickten Handfeld. Hier stinkt's wie... Ja. Ich würde euch ja gerne mal mein Lächeln zeigen, aber... Nein. Schaut euch das einfach mal an. Das sind riesen Uschis. Das sind noch mehr Verrückte. Geil, Mann. Ich glaube, die machen jetzt auch einen Schwenker und kommen her.
liebe es hier. Ich will hierher ziehen. Nun, ich glaube, wir werden jetzt mal eine etwas längere Pause einlegen und sehen uns später. Thema Jacke. Meine Jacke ist ziemlich am Arsch und schließt einfach nicht mehr. Also sie schließt schon noch, bloß sie springt immer wieder auf. Jetzt habt ihr Bock zu lachen? Moment. Seht ihr das? Kabelbinder. Loch, Loch, Kabelbinder durch. Loch, Loch, Kabelbinder. Zack, zack, dreimal. Und dass ich überhaupt noch wieder reinkomme, habe ich hier ausgelassen. Hier werde ich wahrscheinlich noch eins dran machen. So kann ich wenigstens wieder die Jacke für die Tour nutzen. Ja, nur für die Tour. Danach fliegt sie in den Müll, leider. Ich sitze mal wieder am Straßenrand. Hab mir eine Stulle gemacht. Naja, Stulle ist übertrieben. Ein Baguette. Oh Mann, Leute, ich bin echt gut gelaunt. Gute Nachrichten. Ich habe nur noch knapp 100 Kilometer, bis ich am Meer bin. Ich sag's jetzt noch nicht zu früh. Man will ja nichts beschwören, aber ich hab's bald. Bis später. Ach ja, nicht wundern, ich nehme momentan während der Fahrt nicht auf. Ist eh verwackelt und ja, ich hatte Probleme mit meiner Handyhalterung. Nee, Helmhalterung, die ist mir ein paar Mal abgebrochen bei der letzten Tour. Ich schätze mal, das nächste Mal sind wir am Meer, wenn ich einschalte. Leute, schaut's euch an. Ich habe die Zip nicht dabei. Geht nicht. Sonst wäre ich mit der Zip hierher gefahren. Aber ich will jetzt mal kurz ans Meer und dann wieder zurück. Hat sich der Aufwand gelohnt? Schwer zu sagen. Sagt ihr es mir?